Ja, es wurde zumindest gerade gesagt, dass Geiger's Blues bereit wäre. Es wurde gerade gesagt, dass das der Plattformer Block ist und es deswegen da drin vorkommt. Finde ich Okay. interessant, weil Quomp ist ein 2D-Spiel, das jetzt nicht wirklich als Plattformer zu bezeichnen ist, finde ich. So, Game beginnt. Ich bin auch raus. Viel Spaß Jo, euch. bis dann. danke. Ja gut, wir haben wahrscheinlich einen Boden, ne? Das ist eine große Plattform. Plattformer. Ja, du hast eine Wand, also du hast Ach keinen so. Boden wirklich. Oh, Du, okay. also, das ist Geiger's Blues. Geiger's Blues ist interessant, weil er der einzige Runner ist, der uns für Quomp bekannt ist, der keinen Run auf speedrun.com hochgeladen hat. Obwohl er haufenweise Runs auf speedrun.com hat. Okay. Ich glaube, seine PB ist 30 Minuten 55. Der Weltrekord liegt bei einer Ingame-Time von 28,12. Okay. Und ich liege auf Platz 2 dahinter. Ich war lange Zeit Weltrekordhalter da drin und hatte eine 29,19. Also, es ist auf jeden Fall interessant, weil er hat einen Skip gefunden, einen der wirklich viel, einen der meisten zeitsparenden Skips. Und das nur, weil einer von uns zufällig, also aus dem Quomp-Discord zufällig seinen Stream gesehen hat, wissen wir überhaupt von diesem Skip. Okay. Und Weil er er hat sich lädt, nie also beteiligt. er lädt generell keine Runs hoch auf speedrun.com? Doch, er hat eigentlich von allem, er hat gefühlt alles gespielt, was es gibt. Ach Also so. selbst Pringles the Game und solche Sachen spielt er. Aber er hat von Quomp nie einen Speedrun hochgeladen und ich weiß nicht genau. Ach so, nur von Quomp, Genau, nur von okay. Quomp, ich weiß es nicht. Ja, die PB von Geiger's Blues ist vermutlich 30, 55. Ist zumindest die einzige Zeit, die ich auf seinem YouTube-Kanal finden konnte. Ach, da geht's sogar schon los. Genau, es wurde, oben links sieht man einen Ingame-Timer. Es wurde damals vom Entwickler nachträglich eingefügt, beziehungsweise vom Programmierer Clovid. Das ist ein Spiel von einem, von hauptsächlich von einem Mann, von einem Deutschen, Stuffed Wombat. Und das Artwork sieht man jetzt auch hier im ersten Level ist von Miroko und der Code, der tiefer eingehende Code wurde von Clovid geschrieben. Das erste Level ist noch nicht sehr ereignisreich. Im Endeffekt muss man in Quomp, bewegt man sich von alleine in eine Richtung, also in die horizontale Richtung, links und rechts. Aber wenn man und man kann nur einen einzigen Knopf drücken in diesem Spiel. Und wenn man diesen Knopf drückt, dann ändert man seine vertikale Position. Also oben und unten wird dann verändert man. Wenn man Okay. nichts drückt, dann bounzt man einfach weiter von Wand zu Wand. Also man kann nur mit Wänden seine Links-Rechts-Achse verändern. Das ist ein Und interessantes Prinzip. ja, genau. Deswegen versucht man natürlich mit wirklichst wenig Links-Rechts-Bounces, nenne ich es jetzt mal, durch das Level zu kommen, weil jedes Mal, wenn du irgendwie eine extra Runde quasi zur anderen Wand wieder zurücklaufen musst, es ist ziemlich blöd. Und du kannst auch sehr viel Zeit verlieren, wenn du irgendwie einen Bounce zu viel hast und plötzlich den ganzen Raum nochmal durch musst, wenn der Raum eher horizontal angelegt ist, weil du mal deine Horizontale halt nicht ändern kannst. Okay. Und mit Richtungswechsel meinst du, also wir bewegen uns ja entweder immer 45 Grad nach oben oder 45 Grad nach unten und das würde man dann hin und her Genau. wechseln, ne? Genau, Okay. wenn ich gerade auf dem Weg 45 Grad nach oben bin, hier kann man übrigens an der Stelle, hat er nicht geschafft, hier könnte man ohne einen Bounce rechts an der Wand durchkommen, aber es ist relativ knapp, weil du halt auch vorher relativ gut gespielt haben musst, um ein gutes Timing mit den Kreissägen zu haben. Das hier ist eines der schweren Level, weil es hier einen Death Warp gibt. Das heißt, du überspringst einen Checkpoint und bringst dich danach selber um. Diesen Checkpoint zu skippen, ist aber ein bisschen tricky. Okay. Hier kann man es theoretisch schaffen, ohne eine Bande zu berühren. Er macht das aber nicht. Also er könnte einen sehr, sehr spitzen Winkel nehmen nach oben und sich dann durch das Pedal und der Wand an der Seite durchquetschen. Oh, was macht er denn hier? Okay, er geht den langen Weg. Das ist wirklich sehr suboptimal. Er könnte eigentlich die mittlere Wand benutzen, um den Schlüssel vorher zu kriegen. So, mal gucken, ob er den Death Warp hier kennt. Aber er hat selber einen gefunden. Nicht diesen hier, aber.
Ja, er kennt ihn. Okay, ja, den Checkpoint hat man geskippt. Das war dieser Kreis. Und jetzt versucht er. Ah, er hat ihn leider nicht. Auf dem Rückweg muss man ihn leider nochmal skippen. Dann könnte man sich hier nämlich jetzt umbringen und würde wieder ganz oben landen, da wo der andere Checkpoint ist. Ah, okay. Und man sieht jetzt, dass das relativ viel Zeit kostet. Und man sich hier so durchwurschteln muss. Er macht es sich wirklich unnötig kompliziert. Er hätte einfach oben lang gekonnt. Und ja, diese Dinger, ursprünglich haben sie keinen, also sie hatten, glaube ich, einen Namen. Ich habe ihn jetzt aber vergessen, welchen Namen Stuffed ihnen gegeben hat. Aber wir haben sie Friend genannt. also, das sind die Friends. Sie sind manchmal nicht ganz so freundlich zu uns, aber wir haben sie trotzdem lieb. Oh. Ich vermute, bei den Blöcken kann man immer nur durch eine Richtung. Ja, okay, durch eine Richtung. Ja, wenn du nach, genau, die Blöcke, die Pfeile nach links zeigen, werden halt aktiviert, während du nach links gehst, und die anderen werden aktiviert. Okay, das war jetzt auch nicht so optimal. Man sieht ja, man muss halt oft auch gucken, nehme ich lieber die Wand, die näher dran ist an mir, ne, damit ich möglichst schnell wieder die Richtung wechseln kann. Mhm. Dafür gibt es manchmal recht präzise Setups, um nur irgendwie Hundertstel von Sekunden zu sparen. Aber leider kostet es natürlich oft mehr Zeit, als man gewinnt, wenn man es vergeigt. Ja, das ist ein relativ einfaches Level, aber ich habe es hier schon geschafft, Zeit zu verlieren. Der Ingame-Timer ist leider etwas schwierig. Die Ingame-Zeit am Ende ist völlig legitim. Also die wird am Ende so ins Leaderboard immer eingetragen. Aber die Splits, die man da sieht, haben noch nie so richtig funktioniert. Weil du musst halt leider... es gibt noch eine Kategorie, die heißt 100% Assisted. Mhm. Ich muss dazu sagen, das Spiel durchzuspielen ist immer 100%. Ach so, ja gut. Genau, die Kategorie, die heißt 100% Assisted. Da kann man dann mit den anderen Fähigkeiten spielen. Das könnte man auch als Cheatcodes bezeichnen. Nämlich Unverwundbarkeit und eine Linie, die dir anzeigt, welchen Winkel du gerade hast und so weiter. Das ist eine ganz lustige Kategorie, aber das Problem ist, wenn du die halt spielst, dann kannst du zum Beispiel in diesem Level hier einfach da oben, wo vorher die Kreissägen waren, durch und hast das Level in 10 Sekunden durchgespielt. Und dadurch hast du natürlich deine Splits für den Ingame-Timer für immer zerstört. Ach so. Weil du natürlich dann, wenn du das nächste Mal einen normalen Run machst, auch noch gegen den Assisted Run antrittst. Mhm. Und dadurch wirst du immer behind liegen und musst halt ständig deinen Ingame-Timer resetten. Mhm. Derifax schreibt gerade, sieht aus wie ein Spiel, das ich hassen könnte. Ja, man muss sich sehr an das Movement gewöhnen. Also der Entwickler selber und der Coder sind beide auch aktiv, also als die Community noch aktiver war, im Discord gewesen. Und wir haben auch ihnen hauptsächlich die Tipps gegeben für, wie man den Speedrun-Mode umsetzen kann. Hier könnte man auch einen Death Warp machen, indem man sich da in die erste Sword reinschmeißt, nachdem man den Knopf drückt. Bei Knopfdrücken bleibt er halten nach dem Tod, Schlüssel nicht. Aber leider speichert es, saved es nur, das ist mir so unangenehm. Leider saved es nur ungefähr 0,2 Sekunden und dafür muss man dann auch schon ziemlich schnell drücken. Ah, okay. Also riskiert man dann normalerweise nicht. Ja, wenn du auf den Weltrekord gehst, machst du es, aber der Weltrekord-Run enthält es. Dieses Level ist interessant, das ist ein Labyrinth, aber wenn du den Weg kennst, ist natürlich zwei kürzesten Level. Mhm. Dieses Level ist das einzige Level bisher und vermutlich wird es auch das einzige bleiben, das blindfolded durchgespielt wurde. Das habe ich tatsächlich blindfolded gespielt, es war ein kleiner Spaß, den ich mir erlaubt habe. aber es hat ein bisschen gedauert. Oh, schade, er macht es nicht. In diesem Level gibt es den wahrscheinlich schwersten Skip, hier kann man out of bounds gehen. Er macht es aber nicht, weil es speichert, es saved nur ungefähr 7 bis 11 Sekunden. Und du müsstest halt links, wo jetzt die Wand ist, hätte man sich an der Rail entlang quetschen müssen, um halt out of bounds zu gehen und dann gegen eine Wand, damit man den kompletten unteren Teil des Levels überspringt. Okay. Dann kommt man von oben an die Zielstange quasi. Hier kann man die Pedals überspringen, also man kann hier sich durchsqueezen. Ah, jetzt nicht geschafft. Zum Glück ist er aber nicht gestorben. Danach erwischt ein Friend sehr oft. Ah, beim zweiten Mal. Okay, sehr gut. Wow. Okay. Erst schafft er es durch und dann schafft er es auch noch wieder zurück. Das war nicht so gut. Ja, was wolltest du fragen?
Nee, ich wollte eigentlich auf das von Ludwig antworten, ob sein Stream tot ist. Aber wenn er es nicht hört und ich antworte, bringt es ja eh nichts. Deswegen schreibe ich schnell in den Chat rein. Also, ja. So. Das ist 1.9 gewesen. In der ersten Welt gibt es 11 Level, in der zweiten Welt 10 und in der letzten gibt es 9. Wobei also das 30 9 insgesamt. 11 plus 9 sind 20 plus 10, ja. Ja. ich muss da ein bisschen. Okay, erkennt hier die Strat nicht. Man könnte hier einfach. Oh, das sieht unschön aus. Ja, man merkt, dass er sich unsere Runs und mein Tutorial nicht angeguckt hat. Ich weiß nicht, was er hier tut. Er könnte eigentlich ohne einen einzigen Extra-Bounce direkt in dieses Wasser reinkommen. Mhm. Das Setup dafür ist gar nicht so schwierig. Aber das ist auch das, was man halt versucht in diesem Spiel. Man versucht, ein Setup zu finden, mit dem man vielleicht auch ohne weitere Eingaben relativ schön die Kurven schneidet. Mhm. Weil desto knapper ich natürlich eine Kurve nehme, desto schneller bin ich dann wieder im nächsten Teil des Raumes. Jetzt muss er, nachdem er den Knopf gedrückt hat, kann er jetzt in den unteren Teil dieses Levels. Und hätte er alles richtig gemacht vorher, könnte er hier einen sehr, sehr schweren Skip versuchen. Jetzt, gut, er hat es jetzt wesentlich einfacher, weil das weil der Cycle jetzt ganz anders ist. Aber in der Original-Route, die auch zum Individual-Level-Weltrekord geführt hat, musste ich wirklich schon fast, also ich habe diese sich drehenden Pedals habe ich schon fast berührt währenddessen, weil es okay. So knapp am Ende war, das Timing, um die Cycle noch zu schaffen. Vielleicht wollte er das auch vermeiden und hat deswegen extra Zeit da rausgezögert, aber das hätte er eigentlich auch günstiger haben können. Hier zum Beispiel, der Raum kann richtig schlimm sein, wenn man hier jetzt gleich gegen die Wände prallen würde. Nachdem die Tür sich geöffnet hat, müsste man den kompletten Raum wieder zurück, weil die Wände sich dann wieder auflösen. Wenn er jetzt eine dieser Pfeilwände trifft, lösen die sich ja auf und er müsste erstmal wieder nach ganz rechts. Aber er hat es durchgeschafft. Jetzt hier noch hier Death Warp. Er muss den Checkpoint überspringen, damit er gleich wieder in dem Raum spawnen kann, in dem Startraum und nicht wieder von Hand zurück muss. Mhm. Weißt du, wie Geiges auf speedrun.com heißt? Ich finde ihn dann nämlich irgendwie nicht. Genau so, aber du musst halt G-I-Y-G-A-S. Ach so, oh, ja, ich habe meinen Fehler entdeckt. Ja, der ist ein bisschen komisch geschrieben. Guy geschrieben, also wie der Kerl quasi. Wollte mal gucken, ich bin nämlich auch der Meinung, dass ich schon mal irgendwas von ihm kommentiert hatte. Dieser Boss kann übrigens gespielt werden, ohne dass man einen Knopf drückt. Oh, wow. Ja, er bewegt sich dann voll alleine. Das hat der Entwickler selber im Laufe der Entwicklung herausgefunden und hat sich gedacht, ach komm, den Spaß erlaube ich mir und lass es einfach drin. Weil wir haben es nicht gemerkt, bis er es uns gesagt hat. Das Spiel kam im Februar raus und es hat ungefähr eine Woche gedauert, bis er dann in unseren Discord kam. Aber er hat uns dann einfach gesagt, ja, ihr müsst da keinen Knopf drücken. Das macht es viel leichter. Und ja, gut. Weil immer dann, wenn man einen Knopf, immer dann, wenn man die Richtung wechselt, die Vertikale, wechselt auch der Boss-Gegner seine Richtung. Immer so entgegengesetzt deiner Art, wie du auf ihn zukommst. Also wenn du nach oben gehst, dann geht der Boss-Gegner nach unten. Ah, okay. Und wir haben dann halt versucht, einfach möglichst schnell A zu drücken, damit man sich halt irgendwo in der Mitte ihn festhält. Eine sehr beliebte Sache, die im Wasser besonders wichtig ist. Ne? Es gibt ja manchmal diese Wasserpassagen, in denen es dann eine Schwerkraft gibt. Mhm. Ist, dass also ich spiele am Controller, viele spielen aber an der Maus. Und sehr beliebt ist es, wenn man dann möglichst schnell, möglichst hochkommen möchte, muss man möglichst viele A-Presses machen. Und dann nimmt man einfach einen Controller und eine Maus gleichzeitig. Ah, okay. Und drückt einfach da möglichst schnell mit beiden Händen den A-Knopf. Ist aber sehr anstrengend nach einer Zeit. Das glaube ich. Und das ist auch die Möglichkeit, wie man diese 0,2 Sekunden an dem einen Death Warp sparen kann. Aber hier hätte er die Wand weiter unten nehmen können. Das hätte ihm minimal Zeit gespart. Dieses Level kann sehr gemein sein, weil wenn er es jetzt hier... Ah, er schafft es nicht, okay.
Hätte er es hier durchgeschafft, ohne zu sterben, dann wären die Wolken vorhin am Anfang des Levels nicht zurückgesetzt worden jetzt. Und er hätte es mit einem einzigen Bounce gegen die Wolke auf der linken Seite durchschaffen können, weil er muss ja jetzt wieder den Weg hoch, nachdem er den einen Knopf gedrückt hat. Hier wird man halt noch einmal durch das ganze Level geführt. Aber da er jetzt halt die Wolken resettet hat durch seinen Tod, muss er jetzt halt leider 3 Bounces auf der rechten Seite hinnehmen. Mhm. Das ist ein sehr großer Zeitverlust. Was heißt in dem Fall sehr groß? Also ja, Sekunden oder eher vielleicht sogar Minuten? Also Minuten glaube ich eher weniger. Nee, jetzt, ne? Minuten eher nicht. Ich würde mal so sagen, 10 Sekunden hat sie mindestens gekostet. 10, 15 Sekunden. Oh, ist ja trotzdem eine ganze Menge. Plus den Tod, ja. Man muss sagen, der Weltrekord von Andrew ist, den hatte er, der war, also er hat lange gebraucht, bis er meinen Rekord geschlagen hat. Er hat aber sehr hart gegrindet, um ihn dann endlich zu kriegen. Mhm. Und dann hat er ihn aber auch bei ungefähr eine Minute besiegt. Nur um dann 2 Tage später noch einen Run hochzuladen, der nochmal 20 Sekunden schneller war. Oh, okay. Und, wow. Bei ihm zum Beispiel sind dann 20 Sekunden, ist es ein Weltrekord oder nicht? Ich glaube, bei Geiger sind 20 Sekunden noch nicht so groß, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, aber er hat halt noch wesentlich mehr Raum zum Improvement. Er hat sehr viele, einfach, hier könnte man, hat er nicht, okay. Er hätte hier direkt die Wand oben links nehmen können, oben rechts nehmen können, um in diesen Raum hier reinzukommen. Ist aber ein sehr spitzer Winkel, den man dafür nehmen muss, also ist er jetzt wahrscheinlich, um nicht so viel Zeit daran zu verlieren, einfach wieder in den Raum unten gegangen. Mhm. Hier hätte er auch die Wand ganz unten nehmen können, wäre auch wieder näher dran gewesen. Das ist eigentlich eine Grundregel in Quomp, dass man immer die Wand nimmt, die einem am nächsten ist, weil ist natürlich schneller, wenn man die Richtung wechseln will. Logisch. und Foxy, das sind tatsächlich Vögel im Hintergrund. Ja, das sind da hatten viel. Wir vorher schon drüber geredet, wenn es zu schlimm wird, da müssen wir mal schauen, aber es geht ja im Moment, also das stört meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich. Ich bin sehr gemein und habe ihnen die Rollladen runtergemacht, damit sie denken, es wäre dunkel. Sonst okay. Wären sie jetzt noch aktiver. Dieses Level hier, hier kann man wenn man diese Knöpfe drückt, ne, diese Trommeln nennen wir sie, dann werden diese Türen geöffnet und wenn man das nächste Mal gegen eine Wand bounced, werden sie wieder geschlossen. Man kann aber diese Trommeln drücken man kann sie so drücken, dass die Türen sich öffnen, aber die Trommel wieder rauskommt. Indem man gegen die Wand hinter der Trommel kommt. Mhm. Okay, ja. Und dann quasi auf dem Rückweg an der Trommel vorbei schrappt, dann trickst man sie so ein bisschen aus. Dann spart man sich in diesem Raum zum Beispiel erst nach links, dann nach rechts, Trommel drücken. Ne, normaler, wenn er das jetzt hingekriegt hätte, aber es ist sehr schwer. Also ich sag mal 10% Chance habe ich das zu schaffen. Okay. Für einen IL World Record muss es halt machen. Der Name Quomp, hat der irgendwas zu bedeuten? Weißt du, wofür das steht oder so? Nee, tatsächlich hat er keinen besonderen Namen. Also ursprünglich sollte das Game Pomp heißen, also wegen Pong. Mhm. P-O-M-G, glaube ich, wollte er es nennen. Lass mich mal kurz gucken. Es war, ja genau, P-O-M-G sollte es ursprünglich heißen. Mhm. Aber er hatte dann ein bisschen zu viel Bedenken, dass er vielleicht doch in einen Streit geraten könnte bezüglich Markenrechte. Mhm. Und er hat es dann lieber gelassen und Quomp ist eine sehr umgewandelte Form von Pong zu schreiben. Oh, okay. Sagen wir es mal so. Und das, ich finde, Quomp ist ein großartiger Name. Ja, irgendwie schon. Ich war nur neugierig, ob es da irgendeine tiefere Bedeutung hinter gibt. Das würde nämlich auch den allerersten Screen im Spiel erklären. Das sah ja ganz am Anfang aus wie Pong. Genau, er hat, das Spiel wird beschrieben mit, ist das hier das Level? Moment, ganz kurz. Das ist das Level. In diesem Level hat Geigers den Death-Skip gefunden, den Death-Warp gefunden. Und wir wussten nicht davon, bis es jemand selbst gesehen hat. Genau, hier, dieses Ding zu skippen ist gar nicht so leicht, weil er muss in diese Lücke jetzt rein oben. Mhm. Oh, verdammt. Unschön. Er hätte sich jetzt halt wirklich killen können und er hätte all das, was jetzt kommt, skippen können, weil dann wäre er direkt am Checkpoint gewesen, der am Ausgang des Levels ist. Ah, okay. Und jetzt muss er wieder hier hoch, muss diesen ganzen Weg laufen. Das ist sehr doof. Also das ist der Grund. Wenn mir das passieren würde, hätte ich jetzt den Run resettet.
Okay. Das darf dir nicht mehr passieren, wenn du für den Weltrekord. Das kostet locker 30 Sekunden bis eine Minute. Mhm. Habe ich das Gefühl zumindest immer. Genau, der Entwickler hat dieses Spiel immer mit zwei Worten beworben und mit zwei Sätzen beworben. Der erste ist, du bist der Ball, entkomme, also der Ball in Pong. Und das zweite ist, Quomp is a game about existence. Also Quomp ist ein Spiel über das Existieren. Okay. Ja, es hat tatsächlich eine Story, die wird einem aber nicht unbedingt aufgedrückt. Also man wird das dann am Ende vielleicht noch sehen. Man kann da relativ viel reininterpretieren, wenn man das möchte. Man kann es aber auch lassen, wenn man es möchte. Also ich mag dieses Prinzip, dass er sich da was bei gedacht hat und er hat da seine Ideen und jeder hat seine eigenen Ideen dazu. Weil im Endeffekt, du bist der Ball aus Pong und du entkommst daraus, aber irgendwie werden dir danach lauter Hindernisse in den Weg gestellt, um dich, um dir dann doch noch zu schaden, obwohl du doch eigentlich nur befreit werden wolltest aus diesem ewigen Zyklus des Hin- und Hergeschobenwerdens. Aber allein diese Idee finde ich irgendwie richtig geil. Ja, du bist der hier, Pongball, der entkommen möchte. Ja, das leider vermasselt, die linke Münze zuerst mitzunehmen. Ich musste ja einmal den kompletten Raum nochmal durch. Mhm. Hier kommt übrigens sehr oft der Glitch mit dem der Glitch zum Tragen, wo man die Trommel drückt und sie wieder rauskommt, weil es leider, weil es sehr eng ist da an der Stelle. So. Nur mal kurz zum Vergleich. Wir befinden uns jetzt gerade im Level 2.9. Der Weltrekord befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Level 3.3. Oh, das ist ja doch schon ein ziemlicher Vorsprung. Also beim Weltrekord. Ja. Na gut, aber man muss auch sagen, bei einem Event, bei einem Marathon, ja, da hat man ja für gewöhnlich nicht den besten Run seines Lebens. Einfach weil die Umstände da nicht immer optimal sind. Umso erstaunlicher und umso beeindruckender ist es halt, wenn jemand bei so einem Event dann WR oder sogar, eine PB oder sogar einen neuen WR aufstellt. Ja, auch für die PB wird es für ihn schwierig an der Stelle. Mhm. Er hat den einen Death Warp nicht geschafft, der ihm richtig viel Zeit gekostet hat, seinen eigenen Death Warp, um auch dazu zu sagen, den er entdeckt hat. Diesen Boss hatte ich Probleme, als ich angefangen habe, das Spiel zu spielen. Jetzt wissen wir mittlerweile, wie wir ihn machen können. Mhm. Du hast halt diese Snake-Form, in der du halt eventuell dich selber, wenn du wie im richtigen Snake, wenn du dich selbst triffst, bist du auch tot. Aha. Und du musst aber den Boss 4-mal treffen. Und das ist ein bisschen gemein an der Stelle. Also der Boss war dieser, ich sag mal, Container mit den drei Herzen da drauf, ne? Genau, ja. Mhm, das sind okay. Immer die Bossgegner. Wir werden noch welche sehen. Hier kann es übrigens einen sehr netten Glitch geben, wenn man an der Stelle, wo gerade Part 2 stand, sehr schnell den A-Knopf hämmert und dann in dieses Level transferiert wird, kann es dazu kommen, dass man extrem schnell ist. Also wirklich jegliche Kontrolle verloren schnell. Okay. Aber bisher hat es noch niemand geschafft, damit einen Rekord aufzustellen, weil wenn, dann wäre der Split vermutlich nahezu unschlagbar. Ich habe es einmal fast geschafft, aber du musst halt die Rail da hinten treffen. Ganz ach so. Und ich denke mal, der Geschwindigkeit ist es fast so möglich, da präzise zu sein, ne? Ja, du kannst ja, wie gesagt, und es ist ja ein Weg von oben nach unten. Das heißt, da du ja immer nur deine Oben- und Unten-Richtung wechseln kannst, kannst du nicht wirklich. Du bist unglaublich schnell und kannst eigentlich nur herauszögern, ob du jetzt in die eine oder in die andere Richtung stirbst. Ach, richtig. Das hier ist, glaube ich, mit das schwerste Level. Hier könnte man theoretisch gleich den Knopf drücken und gleichzeitig aber weiterlaufen. Also man streift ihn dann nur. Mhm. Er macht es aber nicht, weil es ist zu riskant. Wenn du es nämlich nicht schaffst, dann musst du hier den kompletten Weg... Oh, was macht er? Er hätte eigentlich da unten die Wand nehmen können. Aber gut. Dann musst du den kompletten... Dann stirbst du eigentlich direkt da in diesem Ding, wenn du den Knopf nicht drückst, weil dann ist die Saw noch im Weg. Die Kreissäge. Und das Risiko willst du, glaube ich, nicht eingehen in so einem Run. Oh, gerade bei einem Event nicht. Ich gehe da selber, glaube ich, gar nicht drauf, wenn ich dieses Spiel mal spiele. Ich bin gerade nicht mehr so aktiv. Aber waren 5 bis 6 Sekunden Skip maximal. Und das war es mir dann nicht wert, dafür den ganzen Run zu riskieren. Ja, kann ich verstehen. Sowas wäre vielleicht für einen Test irgendwann mal interessant, falls es da schon irgendwie die Anstrengung gab, da mal einen Test draus zu machen.
Weiß ich jetzt nicht. Was meinst du mit Test? Also, Test. Tool ist so, das Tool Feature, Entschuldigung. Ah ja, genau. Genau. Ja, die Frage ist halt, wie setzt man es technisch um, ne? Für das, ja, gut, Spiel. Das weiß ich halt stimmt. Nicht genau. Da haben wir, glaube ich, wir haben 9 Runner mit ihm mitgezählt, sind wir 10 auf unserem, wenn wir ihm auf dem Leaderboard hätten. Ich wüsste jetzt von keinem, der das technische Know-how leider hat. Das Level übrigens gerade war nicht das, was ich mit am schwersten meinte. Ich hatte es gerade kurz verwechselt, aber es hat einen der schwersten Skips gehabt, den er deswegen ja, wie gesagt, weggelassen hat. Das Level hier ist pretty straightforward, wie man sagt. Man geht eigentlich immer denselben Weg, man hat immer dieselbe Zeit am Ende auf der Uhr stehen. Ist interessant, er ist in seiner Ingame-Time oben anscheinend vorne. Ich weiß natürlich nicht, ob das tatsächlich seine PV ist, mit der da gerade die Splits verglichen werden, wie ich ja sagte. Mhm. Die Splits können manchmal ein bisschen durcheinander geraten. Werden wir dann sehen. Also, kann man die Splits irgendwie wieder komplett resetten? Ja, kann man. Okay. Aber dann resettest du das ganze Spiel, also dann musst du halt... Ach so. Ich meine, es ist nicht schlimm, weil du spielst das Spiel in 30 Minuten durch. Mhm. Beim ersten Run braucht man ungefähr eine Stunde. Okay, aber das geht also, ja auch noch von der Zeit. Wenn du das Spiel noch nicht kennst. Das hier ist ziemlich knapp, aber mittlerweile haben wir das halbwegs raus. Interessanterweise kann man sich von diesen Schienen teilweise abkoppeln, in den Momenten, wo man von einer auf eine andere Schiene transferiert wird. Wir haben aber bisher leider keinen einzigen Skip damit gefunden, weil du dann halt einfach ins Void fällst, sag ich mal. Dieses Level hier ist es, was ich mit am schwersten finde. Man muss hier die Münzen einsammeln und diese Source, genau. Ach, und jetzt siehst du halt, verliert er richtig viel Zeit, weil er jetzt von vorne anfangen muss. Diese Source bewegen sich immer dann, wenn du den A-Knopf drückst. Ah, okay. Dadurch musst du natürlich antizipieren, wenn ich jetzt drücke, wie dreht sie sich? Und manche drehen sich um eine halbe Drehung, manche eine Dreivierteldrehung, manche eine Vierteldrehung. Es ist sehr, sehr gemein. Im Grunde muss man zwei Dinge gleichzeitig im Auge behalten. Das Ding, also den Arm da, die Saw hattest du die genannt. Genau, ja. Und halt unsere eigene Bewegung. Ja, in diesem Viereck gerade eben konnte er übrigens seine Richtung nicht mehr ändern. Da gibt diese Vierecke, in denen man, also diese mit gestrichelten Linien umrandeten Stellen. Ah, okay. Oh, unangenehm gerade. Und dort kann man halt seine Richtung nicht mehr ändern, da ist man dann halt einfach auf sich allein gestellt, sag ich mal. Mhm. Aber du kannst dann derzeit weiter A hämmern, und das hier ist wirklich die schwerste, weil sie sich um 3/4 dreht. Und das ist wirklich gemein, weil... Oh, ja, okay, er hat eine Stelle gefunden, wo er durchkam. Am besten ist immer, wenn man gar keinen Knopf drückt. Okay. Hat man auch selten in Spielen, ne? Am besten drückt man gar keinen Knopf. Ja, man hofft halt einfach, dass man durchkommt, wenn man gar keinen Knopf drückt. Mhm. Weltrekord befindet sich jetzt übrigens gerade im letzten Level. Okay. Was macht er da? Achso, ja, hä? Ich verstehe nicht ganz, was er hier tut. Er muss unten wahrscheinlich rein in den Gang, ne? Würde ja, aber was? Ich verstehe nicht, was er macht. Ich glaube, er hatte die ganze Zeit versucht, da den richtigen Winkel zu finden, um da unten sauber reinzukommen, aber das sah aus, als wenn das deutlich weniger kompliziert hätte machen können. Ja, kann er auch. Und jetzt drückt er zwei Knöpfe gleichzeitig. Okay. Ach ja, ich muss mich korrigieren. Die erste Welt hat 11 Level, die zweite Welt hat 9 Level und die letzte 7. Ach so. Also 27 dann insgesamt. Ja, ich war verwirrt bei 30. Ich dachte mir, hey, das ist nicht die Anzahl, aber ich mich immer verzählt. Ja gut, sowas passiert. Derifax hatte vorhin schon geschrieben, das Spiel ist echt super durchdacht und hat einige lustige Easter Eggs. Also super durchdacht auf jeden Fall. Bei den Easter Eggs habe ich es jetzt noch nicht so mitbekommen, bis auf das Pong am Anfang. Genau, das Pong, Snake ist ja mit drin. Ah ja, stimmt, Snake ja auch. Das Snake-Symbol da, was man einsammeln muss, sieht auch mal so ein bisschen wie Tetris-Symbol aus, finde ich so. So, jetzt ist er... Ach ja, nee, das ist das Richtungswechsel-Symbol, genau. Na, dann dreht sich die Stage um einen bestimmten Winkel. Hier kann man auch einen Death Warp machen. Ich glaube, ich habe gerade nicht drauf geachtet, ob er dafür geht, ob er den Checkpoint geskippt hat. Das ist das letzte Level vor dem...
vor dem finalen Level, sag ich mal. Mhm. Genau, er hat den Death Warp nicht gemacht, also er hätte da den Checkpoint unten skippen können und dann hätte er sich nach dem Drücken des Schalters, diese Gearbox oder wie man es nennen möchte, hätte er sich umbringen können. Hier muss er wieder Friend ausweichen. Das geht eigentlich, das ist eigentlich noch die einfachste Stelle im Level. Ist sehr gut machbar. Jetzt drückt er den zweiten Schalter, um die Tür weiter zu öffnen. Und dann geht er zu dem nördlichen Teil des Levels, der ein bisschen witzlos ist, muss ich sagen, weil da sind viele Hindernisse, die halt einfach keine wirklichen Hindernisse sind. Der Weltrekord ist jetzt übrigens gerade fertig geworden. Ich habe den auf dem zweiten Bildschirm hier liegen. Ja, immer wenn man hier an die Wand dotzt, wechseln diese Blöcke die Richtung. Aber man kann die eigentlich sind die nie im Weg. Hier kann man es in einem, er hat es leider nicht hingekriegt. Hier kann man es mit einem spitzen Winkel durchschaffen, ohne die rechte Wand nochmal zu treffen. Und dann direkt auf die Gearbox zu. Übrigens wieder da. Hi. Hi. Ja, genau. Schön, dich kennenzulernen. Ja, genau. Meine Wellensättige haben ihn angerufen. So ist das. So, und jetzt kommen wir zum letzten Level. Wie gesagt, der Weltrekord ist zu dem Zeitpunkt fertig. Mhm. Ich bin ungefähr 10 Sekunden mit meinem Run fertig, wäre ich. Das letzte Level ist das längste. Wir haben diesen Boss hier. Immer wenn wir einmal A drücken, wird eine Kreissäge gespawnt und wir müssen natürlich irgendwie versuchen, denen dann auszuweichen langfristig. Oh ja, ich sehe es gerade. Eigentlich gibt es ein einfaches Pattern, mit dem man das immer macht. Er macht es sich aber wirklich schwierig, klar. Ich glaube, er ist sehr aufgeregt. Okay. Das scheint mir, weil er macht wirklich sehr viele Fehler heute, die er auch eigentlich nicht macht. Mit einer 30, 55 PB. Mhm. Also wir haben eigentlich feste Stellen, an denen wir hier den A-Knopf drücken. Und dann funktioniert es eigentlich immer, weil er sich immer gleich bewegt. Mhm. Vielleicht hat er es nicht eingehend studiert. Ah, jetzt hat er es. Bei mir macht er jetzt den letzten Hit. Achso, kann sein, dass du auf unserem Restream guckst? Oh, was ist denn ich aktualisiere aus? Mal. Okay, ich glaube, jetzt soll es besser sein. Ich bin gleich wieder da. Ja. So. Nachdem man diesen Boss gemacht hat, bricht man sozusagen aus Rare-like. Hi. Rare-like ist einer sehr aktiver Runner, der gerade im Hauptstream ist, im Chat. Deswegen bin ich gerade sehr erfreut, dass er auch da ist. Da. Hi. Wie gesagt, hier bricht man jetzt aus dem Level aus. Wie man sieht, tun einen auch die ganzen Sachen keinen Schaden mehr anrichten. Kann man sich jetzt selber philosophisch reininterpretieren, was man möchte. Es ist ein sehr intense Moment, wenn du hier auf Weltrekordkurs bist, weil du hier halt, ne, alles, das tötet dich alles nicht mehr. Also du bist jetzt unsterblich quasi. Mhm. Ich denke mal, dann sind wir auch kurz vorm Ende, ne? Ja, genau. Die Pong-Referenz. Das letzte Level ist ungefähr 3 bis 4 Minuten lang. Mhm. Damit eindeutig das längste Level. Genau, jetzt sieht man. Jetzt sieht man hier auf der Map, wie er gerade an das Ende gelangt. Auch hier wieder kann jeder sich reininterpretieren, was er möchte. Weil jetzt kommen wir zum allerletzten, in Anführungsstrichen, Boss. Das Pong-Pedal. Man könnte sagen, es ist das Pong-Pedal aus dem Anfang. denn es ist jetzt plötzlich verzweifelt, weil du bist nicht mehr da und irgendwie hast du wohl jeglichen Lebenswillen verloren, weil du musst dich jetzt umbringen, um ihm Schaden zuzufügen. Mhm. Ich sehe es gerade, ich wollte das gerade ansprechen. Das finde ich aber auch eine coole Idee jetzt, dass man plötzlich genau das Gegenteil von dem macht, was man eigentlich das ganze Spiel über gemacht hat. Genau, das Pedal versucht dich zu beschützen. Mhm. Aber du schaffst es, du brichst hier aus der Level-Map quasi aus an der Stelle. Aha. Und ja,
kann sagen, der Kompball ist auf der Suche nach sich selbst. Okay. Ich finde es cool, wenn man so ein bisschen selber reininterpretieren kann, wenn einem das Spiel nicht alles so als Story vorgibt, sondern quasi nur so einen groben Rahmen setzt, den man halt dann für sich selber herausfinden kann quasi. Okay, er weiß es hier leider nicht. Man muss dieses Part-3-Logo von der Seite treffen. Oh Gott, er weiß es leider echt nicht. Oh. Man muss das Part-3-Logo von der Seite treffen, dann löst es sich sofort auf. Jetzt ah, da hat es. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Also, und jetzt muss er sich selbst treffen. Also er steuert gerade beide gleichzeitig. Mhm. Oh, das hat er aber schnell geschafft. Genau. Also vergleichsweise schnell. Wenn du es nicht schaffst, verlierst du easily 10 Sekunden. Oh mein Gott, ich hatte gerade einen richtigen Dekodierungsfehler beim Stream. Oh, mhm. Okay. So, und jetzt hat er einen starken Drang nach links. Also er drückt quasi jetzt immer gegen den Linksdrall. Mhm. Und muss versuchen, durch dieses letzte Level, durch diesen letzten Abschnitt durchzukommen. Übrigens ein sehr schönes Lied hier, das, ich glaube, Miroko okay. hieß sie, hierfür, ich denke mal, komponiert hat, weil Music and SFX stand da. Mhm. Wirklich einer, leider gibt es auch noch keinen Soundtrack so wirklich auf YouTube öffentlich oder so, man muss dieses Level spielen, um sich dieses Lied anzuhören. Okay. Und am Ende löst sich die ganzen Grenzen, die du hattest, auf und du lässt den A-Knopf los und wartest darauf, dass deine Endzeit angezeigt wird. Mhm. Und dann hast du Comp durchgespielt. Okay. Cool. Also jetzt wäre eigentlich auch schon Time, ne? Genau, weil der Timer noch weiterläuft da links. Ja, der ist ja mittlerweile nicht mehr relevant, weil wir ja den Ingame-Timer haben. Richtig. Ja. 34:14. Jetzt, ich guck mal kurz, wo er da auf dem Leaderboard wäre. Genau, er dürfte damit so in den Top 5 noch sein, glaube ich, weil die Runner relativ schnell nicht mehr mitgemacht haben. Leider ist das Spiel relativ schnell eingeschlafen, nach 2-3 Monaten. Ach, schade eigentlich. Ja, er ist damit Platz 6. Hm? Ja. Genau. Genau. Man muss, ach ja, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ich meine, er hat auch auf 60 gespielt. Dieses Spiel läuft schneller, wenn man 144 FPS spielt. Das ist ein großes Problem oft bei Indie-Spielen, dass sie in anderen Framerates leider anders sich verhalten. Dinge verhalten sich auf Weisen, die der Entwickler teilweise nicht erklären konnte. Okay. Und deswegen mussten wir irgendwann einführen, also erstmal musste ich retimen. Es gibt ein Video auf meinem YouTube-Channel, mit dem man sieht, vor allem auf der Map ist man schneller mit 144 FPS. Mhm. Ich habe nur die Map-Abschnitte nebeneinander geschnitten und dann Andrews 144 FPS neben meine 60 FPS gelegt. Und okay. Man sieht wirklich, wie er mit jeder Map-Bewegung schneller wird. Mit jeder Map-Bewegung ist er weiter vor mir. Und dann habe ich daraus ausgerechnet, wie hoch ist sein Vorteil und habe allen 144 FPS-Leuten diese Zeit abgezogen. Ich glaube, es waren 10, irgendwas Sekunden, 9, okay. irgendwas Sekunden. Okay. Riesenarbeit damals. Danach habe ich gesagt, okay, Leute, wir bannen jetzt 144 FPS. Das ist mir einfach zu viel. Hm. Es gibt so viele Dinge, die in diesem Spiel nicht funktioniert haben mit 144, dass wir es einfach gebannt haben. Hi. Tag. Und weil jetzt gerade im Chat von Ferifax gefragt wurde oder gesagt wurde, sehr knapp unter der angegebenen Zeit, setzt man die nicht um einiges höher. Es ist tatsächlich vergleichsweise viel schief gegangen in dem Run. Ja, es ist sehr viel schief gegangen und er scheint auch nicht genau das Wissen zu haben, das wir alle im Discord hatten. Wie gesagt, er ist nicht aktiv in der Discord-Community gewesen, hat seine PB sich selbst erarbeitet, was respektabel ist, nur 30,55 alleine. Mhm. Aber dafür hat er halt auch viele Sachen, die er easy hätte Zeit sparen können, wenn er sie halt einfach nur wüsste. Mhm. Deswegen war ich überrascht über die 35 Minuten mit seiner PB, hätte er die ja locker erreichen müssen, aber anscheinend hat er noch sehr viele Probleme, was das angeht. Gut, aber er hat die erste mit der trotzdem eingehalten. Ja, das ja. ist erstmal die Hauptsache. Und er hat ein paar gute Dinge gezeigt. Jo. Vor allem hat er ein schönes, interessantes Spiel gezeigt. Ja, stimmt. Ich glaube, das hatten viele nicht so wirklich auf dem Schirm, mich eingeschlossen. Also mir hat der Titel vorher gar nichts gesagt.
Ne, aber mir hat das Titel, der Titel auch nichts gesagt. Ah, okay. Wie gesagt, dieses Spiel kam im Februar raus. Ein Entwickler und gefühlt ein paar Freunde, die das zusammengebaut haben. Und es war, glaube ich, bisher sein erfolgreichstes Spiel. Er hat noch ein paar andere vorher programmiert. Aber das ist, glaube ich, das, was bisher die meisten Verkäufe erzielt hat. Und das freut mich wirklich sehr für ihn. Weil er da wirklich viel investiert hat. Und ich habe auch damals kurz vor dem Release einen Podcast gehört bei Domshot. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Ist ein deutscher Spielejournalist, wo er über diese Entwicklungszeit geredet hat und so weiter und wie perfektionistisch man daran geht. Das war schon sehr interessant und dadurch habe ich das Spiel überhaupt erst gefunden, dadurch, dass er darüber da geredet hat. Okay. Und deswegen freut es mich sehr für ihn, dass nach ewigen Rauszögern des Spiele-Releases aufgrund von Perfektionismus er es dann doch irgendwann in einem Zustand releasen konnte, der ihm gefallen hat. Jo, okay. Domshot gehört zu Auf ein Bier Podcast. Genau, Domshot gehört zu Auf ein Bier. Ich kenne ihn hauptsächlich von seinen Kontakten zu Hooked, also Robin Schweiger und Tom Goig, ehemals Giga Games. Mhm. Ist eine sehr nette Community, muss man sagen. Okay. Mir sagt der Name Domshot auch was, weil ich hätte ihn jetzt tatsächlich nicht zuordnen können. So aus dem Stegreif zumindest. Er macht auch sehr interessante Artikel auf seiner Webseite. Er ist irgendwie studiert hat er Archäologie und ist dann aber in den Videospieljournalismus gegangen. Mhm. Und das gibt ihm sehr interessante Einblicke irgendwie in so Videospiele, die halt mit sowas zu tun haben, ne? So Assassin's Creed und so weiter. Oh ja, das kenne ich ja selber noch. Er hat sogar dafür gesorgt, dass ein General in, ich glaube, Battlefield umbenannt werden musste. Oh. Weil er dazu recherchiert hat, wer die Person, dessen Namen die getragen hat, wirklich ist. Und das war ein bisschen fragwürdig und dann... Ach so, okay. Tatsächlich EA selber reagiert, nachdem dieser Artikel auf Französisch und Englisch übersetzt wurde. Das kann er sich jetzt auf die Fahne schreiben. Er hat dafür gesorgt, dass sein Charakter in Battlefield umbenannt wurde. Kann nicht jeder von sich behaupten. Als deutscher Journalist auf jeden Fall nicht. Richtig. Nee, aber war auf alle Fälle ein schönes, interessantes Spiel. Auch ein schönes Commentary natürlich. Und ja, vielen Dank dafür.